Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgehext, The Witcher 3. Hier hinten seht ihr plötzlich neue beste Freunde. Die da. Ja. Die haben sich eben, als wir die Folge haben laden lassen, weil bei Elgato soll man ja nicht eine laden lassen und dann die schon wieder weiter aufnehmen. Das geht oft schief. Genau. Sogar bei guten Rechnern. Da hinten sind die verrückten Pferde. Und die hier haben sich gerade für 2 Minuten an Plötze festgebackt und sind nicht vorbeigekommen. Ja. Und Saruman sagte nur, er versteht so langsam, wie Redalien verliert. Ja. So ein bisschen. Sie lassen ihre Pferde frei rum. Ich kann aber nichts machen mit euch, oder? Man kann mit denen so reden, aber es passiert nichts. Aber eine sehr hübsche Kapelle, habe ich schon gesagt. Oh, sorry. Mit den ganzen schönen Pflänzchen da und so weiter. Aber ja, hier ist ein... Ja, ist alles sehr friedlich hier. Muss man schon sagen. Aber mehr ist es dann halt auch nicht. So, gucken wir da mal. Wo läuft denn jetzt hin nochmal? Der grüne Pfeil war jetzt nicht, glaube ich, das, wo ich es... Nicht auf dem Brett. Oder? Hatte ich das auf dem Brett? Ich weiß gerade nicht mehr, muss ich sagen. Doch. Achso, hier unten ist der... Aber da ist die Brücke. Ja, okay. Okay. Was meinst du? Auf zur Brücke. So. So, wir wollen ja keine Quests am Wegesrand verpassen. Genau. Meinst du, hat das GPS gesagt, wenn ihr mich eh nicht braucht, dann fax es. Ja, wirklich. Ah, guck doch mal. Was haben wir denn da? Irgendwas mit einem Buch? Theophil Maria Rosco. Lass du mal auf, in den Dialog reinzuquatschen? Ja, echt mal. Manfred. Manfred? Greetings. What is it? Hm? Come on in. Sit with us. You're most welcome to. Though be warned, we're in the middle of some serious studying, as our learned companion calls it. Oh Gott. Ich gesell mich gern zu euch. Thanks. Be happy to join you. What do they call you? Geralt. I'm Geralt of Rivia. I'm a Witcher. They call me Rufus, and this here learned fellow is Theophile Maria Rosco, and this is, sorry. Manfred. I'm Manfred. Manfred. Exactly. Geralt. Heard that name before. You frequent the fairs? Manchmal. No. Doch. Nope. You've confused him with Geralt. The stage artist who indeed attends fairs and breaks wind to the tune of popular melodies. To the delight of the crowds, I'd add, our guest is none other than the White Wolf himself. Well, danke. My apologies. Ain't you the one that... You know, the rules about full tests and stuff? Wasn't me. Hmm. Oh. Was gibt's Neues in der Welt? Any news of the war, for instance? They say the Black Ones will mount a new offensive soon. Das sieht so aus, ja. Ja. I bet Diamonds to Peanuts Radovid won't manage to repel this time. Such a shame Henselt perished in Lawmark. Blasted Dragon Slayer. Right you are. With Henselt alive, Nilfgaard wouldn't have had it so easy in the east. The Emperor's sure to take Novigrad soon. He'll seize the Temple Vault, the City Armada, the West will be all but his as well. You know a lot for an ordinary merchant. I do. What of it, hmm? Just that it makes me like you even less. First you ask about the message I'm carrying. Now you say you're waiting for Nilfgaard to cross the Pontar. Mm-hmm. You better come with me. I know some people who'd want to talk to you. You'll have to kill me first. If needs must. Ach, kommt schon, Leute. Ich greife gleich ein. Ich nehme nur zuerst zu Ende mein Getränk ein. So. Hier kommt, beruhigt euch doch mal beide, meine Güte. Ruhig. Relax. A misunderstanding. That's all this is. Hold him, Witcher. I'll find a rope. Ach komm. Ha, not a chance. Hey, Leute, wir haben doch gerade so schön geplaudert. Was? Das ist eine gute Frage. Ist er jetzt ein nilfgaardischer Spion oder ist er einfach nur ein Händlersmann? Also wie er reagiert so extremst so. Nur über meine Leiche und was soll's? All right, I'll grab him. Most you'll grab is your own cock. Nein. Ruhig. Oh. Ja. Ich habe ihn festgehalten. Ja. Let's search his body. Might have been carrying documents, a message. You're on your own. Thanks for your help.
one Nilfgaardian spy less? Wenn es denn ein Spion war. It ought to prove useful. Ich würde schon sagen. Weil es war einfach jetzt gerade so ein bisschen. Mal gucken. Er hat einen Novi gerade lang geschwert. Skelly gegangen, wir sind bekommen. Entschuldigung. Wir sind Best Friends und so. Oh, ich kann ihn nicht anrempeln. Guck mal, so gute Freunde sind wir. Ja. So, und du da? Hallo? Zeit, dass ich weiterkomme, Leute. War ja nett. Okay. Also er war jetzt auch wirklich schon sehr merkwürdig, sich so aggressiv dagegen zu wehren. Ja, vor allem, ich sag mal, hätte ich mich rausgehalten, der hat eine fette Rüstung und so. Ich glaube, der ist auch so gewohnt. Ja. Ach. Pferderin? Banditen? Oder, nö, eine Nebenquest. Okay. Was ist denn da los? Guten Tag. Hallöchen. Oh. Another one. Run along home with the rest. Ihr wisst schon, dass ihr um den rumreiten könntet? Ja. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lot. Sod off, or I'll have you skewered. Lass sie durch, bitte. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? Ach, mit eurem blöden Passierschein. Anyone who don't show a pass. Sie sind Flüchtlinge, lasst sie passieren. Let these people pass. Yes, sir. Ach, wir sind. Oh. We got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the roads. Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. But you. You was cast in a different mold than us. More like the hero that lies in the tomb near Crookback Hills. The tomb's in a cave in a hillside. Down Warren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside's a sight to behold. Da waren wir schon. Huge hoard. Glaube ich. Might find something that suits you. Good luck. Hey! Hey! Cool, 15. Ich glaube, Buckelhügeln, das Grab, das haben wir schon erkundet. Da haben wir überhaupt generell die Greifenschulenrüstung her. Ja, das kann sein, stimmt. Ja, ist auch nichts aufgeploppt. Ja, 15. So, wir wollten ja hier, unsere Ausweichchance genau erhöhen. Also, dass wir weniger Schaden bekommen. So. Genau. So, machen wir Fertigkeit verbessern. Zack. Genau, und dann können wir jetzt mal warten. Achso. Jetzt nimmst du nämlich den einen Schild von da, packst du jetzt runter. Also erstmal weg damit und jetzt wieder. Na. So. Das war gar nicht. Genau. Und jetzt da nach unten. Und jetzt den runter. Was soll ich runter? Achso, jetzt können wir den kritischen Treffer reinmachen. Den dollen Angriff wollen, ja, oder? Den jetzt da rein. Zack. So. Dann ist nämlich jetzt einmal Angriff, einmal Zeichen. Ja, sehr schön. Gut. Danke, Patrouille. Ihr wart sehr kooperativ. Lass doch Flitze nicht da stehen. Flötze muss auch mal ausgehen. Ja, wo willst du aber jetzt gerade hin? Zum grünen Pfeil. Ja, das ist nicht nur ein ganzes Stück. Na, wir müssen wahrscheinlich eben gleich wieder absteigen. Ist ja voll gepflastert mit kleinen Events hier. Na, wer weiß. Hallo, Patrouille. Das sind nicht die Druiden, die ihr so. Weizenfelder, neue Markierung. Aha. Ja, schöne Weizenfelder. Hier ist die Kornkammer. Komm, Flötze, wir reiten da mal durch. Yay. Ach, guck mal, wer da hinten ist. Ach, guten Tag. Was haben wir denn das, da? Das geht so nicht, Frau Erscheinung. Können hier nicht einfach die Weizenfelder. Oh, vor allem die gerade, glaube ich, jemand an oder hat gerade jemand umgebracht. Was war da? Stand da zumindest gerade und wurde umgelegt. Kann ja mal so ein bisschen schummeln. Wenn man Gwen vor dem Kampf schon mal macht. Ja, ist ja nur eine Mittagserscheinung. Zack, zack, zack. Zu mir! Komm her! Komm her! Put! Na, zu weit! Patrouille, lasst euch nicht aufhalten! Wir kämpfen hier gerade nur! Damn! Guten Tag! Wie die ganzen locker da? Ah, ja, Hexer, ne. Was? Hallo?
Sir, hinter Ihnen? Okay. Wir danken für die Ablenkung. Glauben wir. Hallo? Madame? Wir sind ihr. Hallo? Aha. Nee, doch nicht. Ja, ich hasse Pferde. Ja. Wir rennen gleich fackelnd ins nächste Dorf rein. Ich will das nur mal anmerken. Okay, hallo, Madame. Entschuldigung. Okay, das tut dir gar nichts. Nee, wenn sie. Ach. Können wir jetzt. Aha. Jetzt. Oh, da ist ja ein Hexer, der mich angreift. Ach, meine Güte. Ja, kommst du raus. Ach, das war sie schon. So. Ach, meine Güte. Das war. Strange. Aufregend. So, da ist das Dorf, zu dem wir wollten. Ja. Ja, Geralt, du darfst dann. Ne? Bevor wir gleich wieder Massenpanik auslösen. Ein Schwert! Hallo, Patrouille. Lolololala. Und ist irgendetwas auf eurer Pat. Psst! Ja? Ich glaub, die hat doch mehr gezaubert, als wir gesehen haben. Ja! Was zum Teufel, ja? Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich glaube, das da sind ihre Pferde. Nun. Oh Gott, sie sind gar nicht da. Ups. Nein, das hast du jetzt gerade falsch verstanden. Willst du kuscheln, großer Mann? Das war falsch, das haben sie falsch verstanden. Das ist nett. Die auch. Denen auch ballen. Die Achtung! Hier, die sind gar nicht da, guck. Keine Angst. So. Was ist das? Ja, hallo das Pferde. Pferde? Gut. Das war. Okay, das war jetzt seit langem mal wieder was wirklich sehr, sehr Stranges. Hallness. Hallo, Brett. Hallo. Bekanntmachung. Seine Exzellenz Cyrus Enkelkind Hemmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Der unterzeichnet hiermit daran, dass jedwede Hilfe für hatten Zauber wir schon. Hatten wir auch schon. Seine Wurstfleisch zu verkaufen. Mein Esel hatte zwei Krippen zur Auswahl. Einer voller Hafer, die andere voller Stroh. Aber der Sturiker ist verhungert. Der Kadaver ist noch frisch und taugt für Würste. Wenn der Metzger Bedarf hat, kommen wir zu Kobe. Suche Landhelfer, ich suche ehrliche, hart arbeitende Männer, die zu harten Arbeit auf dem Hof taugen und sich nicht scheuen, sich die Hände schmutzig zu machen. Ab sofort, Brücker Moss. Nilfgaardischer Unterricht. Heil, Herr Sir, hey, Glory, Artvean, Esnar. Nicht verstanden, ja, das auch schon. Hatten wir auch schon. Arbeite gegen Essen, ich bin aus Velen hergeflohen, ich habe nichts zu essen, ich tue alles, was das mir eine Schüssel warmes Essen einbringt, selbst wenn es Grütze sein sollte. Sehr guter Mann, nicht erkundeter Ort. So, weiter zum nächsten Brett. Und dann wird abgeklappert. Okay, gucken, ob irgendwelche Fragezeichen auf dem Weg sind. Nicht. Ja. Die können wir gleich mitnehmen. Das ist aber echt wenig Fragezeichen. Nee, ich renne jetzt erstmal hin und dann gehen wir von oben nach unten durch. So. Oder so, ja. Das ist der Plan. Genau. Plätze. Aber erstmal den Dorf herumgucken. Wir müssen das Dorf gucken, ob es diebstahlsicher ist. Denkt daran. Guten Tag. Das ist ein sehr schönes Häuschen. Sie haben ein sehr schönes Häuschen hier. Ja. Das ist. Sieht gut aus. Haben aber schon sehr alles. Gut. Ja, sehr gut. Alles ist diebstahlsicher, das haben sie schon mal sehr gut gemacht. Wir müssen, glaube ich, langsam eine andere Ausrede suchen, weil der Gag wird, glaube ich, langsam alt und die durchschauen das, glaube ich, langsam. Meinst du? Ja. Was soll unser. So, Tür zu, hier sind nämlich Wachen. So, danke. So, was soll jetzt das nächste sein, warum wir das machen? Weiß ich nicht. Hm. Können auch sagen, we are Witcher, that's why. Das ist auch möglich. Aber wir müssen. So, gute Frau. Ja, gute Frau, Sie haben hier. Verbotene Waren. Ja. Wir müssen die verbotenen Waren uns einverleiben, denn wir sind Inspekteure und so verbotene Sachen, das ist ja nicht gut. Juck. Ups. Ja, guten Tag. Dorschen. Ja, ach, ablassen. Gut. Oh, aber da, was haben wir da noch? Das Haus da noch. Ein paar Kühe stehen da. Auch kein Händler hier oder sonst irgendwas. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Dörfchen. Einfach nur ein kleines Dörfchen.
So. Mhm. Da ist noch eine kleine Schatulle mit einem Fläschchen drin. Tabakpfeife. Das war wahrscheinlich so die kostbarste, das kostbarste Fläschchen des gesamten Dorfes, was wir jetzt gerade da einverleibt haben. Und eine Pflaume. Pflaume. So, Plötze, wir sind hier fertig. Weiter geht's. Aber ich esse gerade, Meister. Ja, guck mal. Aber du weißt, was ich mit Gänsen mache und ich will diesen Gänsen hier nichts tun. Es ist der Geralt! Es ist der Geralt! War das gerade ein Küken? Der war, glaube ich, gerade ein Küken. Wenn ich es überrannt haben sollte, es tut mir leid. Nein, es ist ausgewichen, aber es sah aus wie ein Küken, weil es nicht so. Also, es war wie eine Gans, aber halt ein bisschen kleiner, hat so ein gelbes Gefieder gehabt. Es sah aus wie ein Küken. Kann mich jetzt auch täuschen, vielleicht sah es auch nur so aus. Aber vielleicht war es auch ein Pikachu. Das kann auch sein. Wäre auch putzig. Mag Pikachu nicht. Aber das ist putzig. Mochte Pikachu in den ersten zwei Folgen. Tanzende Windmühle. So. Kinder. Kinder sind gruselig. Zumindest in dieser Welt. Ey. Hat er uns. Ey! Oh Gott, Blitze kommt hinterher. Nee, Monster unterm Bett jagen wir nicht. Überall anders schon. Unterm Bett aber nicht. Oh, oh, guck mal, guck mal. Er kann das tragen. Oh, nicht schlecht. Sie sind wirklich. Was knurrt denn hier so? Und? Guten Tag, ist das hier offen? Nein, Mühlen sind generell abgeschlossen. Aber ein bisschen Grünschimmel können wir immer mitnehmen. Meine Güte, knurrt denn hier so? Oh, ist der tot? Nö, der pennt. Ach, Plötze hat wieder ein bisschen Spaß. Mit den Kollegen. Plötze. Zucht und Ordnung. Plötze? Ich hab. Nein, ich will jetzt nicht. Plötze, ich geh nochmal weiter weg und pfeife. Zucht aber, und Ordnung. Nein, ich möchte jetzt aber nicht. Gut, Plötze, viel Spaß. Yay. Ich pfeife nochmal, wenn du aus dem Bild bist. So. Och Mann, oh, warum muss ich mich denn nicht teleportieren? Hi, Meister. Hi, Plötze. Let's go. Nächstes Mal bitte ein bisschen mehr. Bisschen plötzlich, ne? Aber ich hatte gerade so ein schönes Gespräch mit der schönen Dame da. Ach, Gespräch nennst du das Plötze, ja? Junge Dame. Aber. Okay, dieser Pfad führt offenbar weg. Ins Nichts. Kannst du auf der Karte gucken? Ach, hier wäre lang gegangen. Hm. Dann folgen wir den Pfad hier wieder. Ich glaube, hier ist ein Fragezeichen auch direkt. Oder? Was ist denn das hier? Moldawi-Anwesen. Na, da werden wir noch was zu lesen wohl. Da ist ein Händlerchen. Ja, da ist der lang. Hier mitten durch. Durch die Plantage hindurch. Naja. Jawohl. Wollte plötzlich versuchen, den Baum hochzuklettern. Bis sie festgestellt hat, ich kann ja gar nicht Bäume hochklettern. Nun, Hände. Was haben wir denn hier? Da warten Sie mal, Hände. Keine Markierung. Geh mal ganz ein Stück zurück. Mach ich gleich. Warten Sie mal, meine Händler, wir sind beim letzten Mal noch nicht alles losgeworden. Oh nein, nicht schon wieder Sie! Wouldn't mind a look at your stock. Ich hab doch schon Ihr ganzen Kram dabei. So. Zack. Ja, hat keine guten. Nee, weg damit. So, was ach, muss man doch nachgucken, gucken, ja. Zack. Ja, ist gleich gut. Ja. Ach komm. Na. Kann er eh nicht. Ist viel zu wertvoll. Das kann auch weg. Zack. Naja, Sattel wieder. Ja, Sattel wiegen echt viel. So. Oh, hier der Kram. Na, ja, das wiegt ja alles nichts mehr. Na, die Felle wiegen halt. Ja, ist halt die Frage, ne? Wir haben es schon öfter mal gelesen, dass wir sie brauchen. Jetzt können wir es ja endlich mal schnell mit der Alchemie machen, das verbesserte Bestienöl. Benutzen wir zwar nie, aber naja. Nun ja, wir sind ja wieder ein bisschen leichter. Danke, Herr Händler. Farewell. Das will ich noch mehr schleppen. Alchemie. Da, verbessertes Bestienöl, einmal hier. Wupp. Und nochmal runter. Was benutzt man das nochmal? Überlegenes fürs. Da brauchen wir irgendwas, was wir speziell herstellen müssen. Rubedo. Das ist irgendwo weiter oben. Aber ich glaube, um das herzustellen, brauchen wir irgendwie so ein Likör, was wir jetzt noch kaufen müssen. Ah, genau, warte, gehen wir kurz nochmal runter. Da, überlegener tanzender Stern. Oh, bewirkt eine Folgeexplosion, die Umgebung brandsetzt. Ist verstärkt, verlängerter Effekt, zerstört Monsternester. No. 10 Sekunden Wirkdauer und plus 100 Feuerschaden. Was? Da haben wir schon den überlegenen tanzenden Stern jetzt. Meine Güte. Ah, Rubedo. Da brauchen wir. Weiße Möwe. Ja, die ganzen Absurde eben. Ja. Gut. So, da ist er wieder völlig verwirrt mit seinem neuen Gewicht. So, Herr Händler, wir gehen auch mal kurz hier lang, gucken, ob das eine Markierung ist. Guten Tag. Hallöchen.
So eine Markierung. Ziemlich großes Zelt zumindest. Was ist in diesem Zelt drin? Oh, guck mal, ein Sonnenblumenfeld. Oh. Optimale Tarnung. Niemand wird vermuten, dass ein Hexer im Sonnenblumenfeld sich versteckt. So. Ich muss sagen, mir gefällt es hier auf jeden Fall einiges mehr als in Wählen. Tja, hier ist halt der Krieg noch nicht so angekommen, aber er steht halt vor der Haustür. Ja, das stimmt. Aber es ist gerade alles so schön so friedlich, überall wächst alles, überall sind Menschen, die ihrer Arbeit nach. Schön. Yantra. Slower. Und da ist vorne so eine Nebenquest. Das Leben und das eure Familie. So, wie geht's? Ja, ich. Ja, warten Sie. What's the problem? Oh, nothing. On your way now, good man. Nee, nee, das ist abgesonnen. He could help. Little Red's band means to attack the village. Want revenge on Bertram. We haven't much, but we're willing to pay. Weshalb denn Rache? Hmm. Why does this band want revenge on you of all people? Because I ratted on them to the witch hunters. Witch hunters care about bandits? Since when? Little Red's band. They was terrorizing our village. We had none to defend us. Finally, Bertram went by the hunters, asked them. So the hunters went after him. We had a spell of peace, but now Little Red's learnt of it all. Wants to kill Bertram. He's done for if you don't help. Mhm. Wer ist Kleingut? Who's Little Red? Word is she fornicates with wolves and can tear a man apart with her bare mitts. A she-beast in human husk. Though some call her a great beauty. She leads a pack of deserters, true dregs, from different armies. The kind what knows killing and plundering well. Der Kerl, der gerade geredet hat, der sah aus wie der aus der Burg, der uns da rumgeführt hat und so weiter. Können wir erstmal mit denen reden. Fine. I'll handle the bandits. Go to your homes, bar the doors. Oder versteckt euch im Sonnenblumenfeld. They're the dangerous type, truly. Ah ja. Kleinrot. Kleinrot. Little Red. Können wir gleich mal aktivieren, mit der hier. Okay. Warte, bis abends Kleinrot von angreift. Okay. So, der Feind schläft nie. Kameraden des Nordens, der Feind schläft niemals. Der schwarze Teufel haben ihr Lager an Flussufer aufgeschlagen. Unsere Männer werden uns bis zum letzten Bolzen und Blutstropfen verteidigen. Doch auch ihr müsst darauf vorbereitet sein, euren Vaterland zu dienen. Stahl und Blut sind nicht das Einzige, was im Kampf um Redanien vonnöten ist. Auch wachsame Augen und Ohren brauchen wir. Wer Fremde im Dorf herumlungern sieht, wer jemanden sieht, der sich im Gebüsch versteckt, oder wer jemanden im fremden Akzent reden hört, der schicke sofort einen Boten zum nächsten Außenposten. Denn womöglich habt ihr einen nilfgaardischen Spion entdeckt. So dient ihr nicht nur Redanien, sondern auch euch selbst, denn wir belohnen diese Hilfen angemessen. Gemeinsam Schulter an Schulter, vorwärts und zum Sieg. Hauptmann Fit Fremann. Karren zu verkaufen kennen wir schon. Vorsicht, Mutterkorn, das kennen wir auch schon. Matti braucht eine Frau. Liebe Freunde, ich suche ein feines Weib für meinen Sohn Matti. Er braucht dringend eine weibliche Hand, die ihn führt, denn sonst sitzt er nur herum und grübelt, den Kopf in den Wolken und den Hintern auf dem Boden, bewundert die Schöpfung und kritzelt Gedichte. Mit Gift willkommen, aber nicht Bedingung. Lucille. Ah. Ja. Schwur des Pomir. An alle weit und breit. Ich habe es schon überall erzählt, aber noch nicht schriftlich bekannt gemacht. Das ist eine Frau. Oh. An alle weit und breit. Ich habe es schon überall erzählt, aber noch nicht schriftlich bekannt gemacht. Das hole ich hiermit nach. Damit niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst. Mein Junge Pomir hat der Minitele den Schwur geleistet, niemals wieder Bier oder Schnaps anzurühren, solange er lebt. Und das ist auch nur recht und billig, da er vor 2 Wochen unsere Ziege, unsere Hühner und das Butterfass und sogar die Hosen, die er am Leibe hatte, beim Kartenspielen verloren hat. Ich war schwer in Versuchung, ihn mit blanken Hittern rauszuwerfen oder in denselben wenigstens ordentlich zu versohlen. Wenn also jemand Pomir sieht, wie er auf eine Taverne zuhält, dann komme er sofort zu mir. Er wird eine Novigrader Krone für den Aufwand erhalten. Und wenn jemand Pomir zum Trinken ermutigt oder ihm einen Humpen oder eine Flasche anbietet, dann sagt diesem Haderlumpen, dass man mit einer Hacke nicht nur pflügen kann. Lilimira.
Auftrag das Bienenphantom. Schatzjäger, Pferdleser und Hexe aufgemerkt! Honig warb und die Imkerei der Familie Meiersdorf, die ihr seit 5 Generationen die Existenz sichert, werden vom Schicksal gebeutelt. Das Bienenphantom ist auf uns niedergefahren. Es zerstört unsere Bienenkörbe, tötet unsere Bienen und schafft allgemeine Verwüstung. Ich bin für jede Hilfe dankbar und verspreche dem, der uns helfen kann, eine Belohnung. Holofernes, Meiersdorf und Söhne. Das Bienenphantom. Interessant. Hm. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern. Ja. Und dann in der nächsten Folge warten wir bis zum Abend. Ja. Und schauen uns dann mal Little Red an. Was ja. die denn hier Böses vorhat und. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao. Ciao.